Leute, wir sind hier gerade in Casa de Luna bei einem Trail Angel und hier Freddy Malkan, was klasse. Ja, wir haben, also man kriegt hier so, jeder muss natürlich sich ein Hawaiian-Shirt anziehen. Jeder muss natürlich ein Hawaiian-Shirt anziehen, genau. Seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wahrscheinlich nicht, da hinten sitzen auch ganz viele, alle mit Hawaiian-Shirt natürlich. Ja, ist ganz lustig hier, ist ziemlich geil hier, genau. No, we need some little ones, little teeny ones. Oh, wir haben eine Bandana gestern gekriegt, hier. Dafür muss man nämlich tanzen vor allen anderen. Und wenn man das macht, dann kriegt man so eine Bandana. Mit PCT Class of 2017. PCT Class of 2017, ja. Haben wir natürlich beide klasse Dance Moves gemacht. Die German Dance Moves sind sehr gut angekommen. Ja, Niki ist vor allem sehr gut angekommen. German war auch gut, hat halt auch schon Rufe der Anerkennung hat's gegeben. Sagen wir immer so. Genau. Und morgens gibt es immer Pancakes und Pancakes, Kaffee. Genau. Ja, genau. Das ist klasse. Lange Schlange immer. Lange Schlange. Man muss wir haben bestimmt eine halbe Stunde angestanden aber für die Pancakes. Man darf immer nur zwei nehmen, aber dafür darf man sich so oft anstellen, wie man will. Ja. Was bei Hiker Life natürlich bedeutet, sehr oft. Sehr oft anstellen. Wir wollten eigentlich heute Morgen schon los, aber... Was willst du machen? Was will man machen, wenn das hier ne, klasse Bude ist? Ja, wir müssen nämlich auch erst noch hier den Stein malen. Ich zeig ihn euch mal. Ich bin gerade am Malen und muss hier... Gosh, Jungs, klasse Bude. Wir dachten, wir machen mal einen deutschen Stein. Alle Hiker sollen zumindest hier einen Stein nämlich malen. Und den darf man dann hier irgendwo im Gelände aufstellen. Und da gibt es hier echt unglaublich viele von. Und wir dachten, wir machen mal einen deutschen Stein, damit alle Deutschen dann sehen, oh, hier waren auch schon Leute. Zeig gleich mal den coolen mit der Ziege. Ne? Mit der Ziege ist am Ende, können wir den nochmal zeigen. Da sind echt gute Künstler hier unter den Hikern. Man ist immer wieder überrascht, was man hier für Leute trifft. Wir haben auch einen Typ getroffen, der hat na, was hat denn der alles gemacht? Ich weiß gar nicht, wen du meinst. 26, naja. Ach, du meinst Thisway, ja. Thisway, das ist ein Koreaner. Er heißt Thisway, weil er immer verloren geht. Und er hat schon, also Moment. Also wo fangen wir überhaupt an zu erzählen? Also ich glaube, also ich probiere es mal. Also er ist deported worden aus Kanada. Okay, deported worden aus Kanada. Er war im Gefängnis in Kuba. Er war im Gefängnis in Kuba. Er hat zweimal Malaria bekommen. Zweimal Malaria bekommen. Er hat eine... Bücherei in Afrika gebaut. Eine Bücherei in Afrika, finanziert von seinen Instagram-Followern. Ach, von seinen Instagram-Followern. Ja, klasse Typ, ey. Er hat das Leben von mehreren Kindern gerettet. In Afrika, genau. Und er ist nur 26. Er ist 26 und das war noch nicht alles. Moment. Er ist den Mount Everest bestiegen. In dem Jahr, in dem die Lawine da in Nepal runtergekommen ist. Und, Moment, die Lawine ist runtergekommen. Und er hat gesagt, ja und ist einfach weiter hochgelaufen. Deswegen war er eine ganze Woche vermisst in den koreanischen News gemeldet. Ja. Und ich glaube, das war noch nicht alles. Aber und jetzt läuft er gerade von Mexiko nach Kanada. Das kann man noch hinzufügen. Das wird dann noch hinzugefügt. Genau. Ja. Und er ist Zahnarzt. Ach, Zahnarzt ist auch klasse. Und jetzt ist gerade sein Rucksack kaputt gegangen. Und jetzt ist, okay. Was will man machen? Ja, kommt halt vor. Genau. Naja. Nee, aber bei uns ist alles klasse ansonsten. Ne? Wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir bis nach Kanada kommen, wenn das hier immer wenn, so... Wenn immer weiter so klasse Trail Angels sind, da kommt man ja gar nicht vorwärts. Wir sind nämlich gestern waren wir im Hiker Heaven. Auch so ein Platz, wo auch alle Hiker drin kommen. Man darf umsonst übernachten, man kann duschen. Man kriegt die Wäsche gewaschen. Man gibt die hin. Und dann kriegt man die, wird die gewaschen und dann kriegt man die zurückgebracht. So wunderbar, es gibt's gar nicht. Alles umsonst. Und da gibt's auch morgens immer Pancakes und Frühstück und alles. Es gibt immer ein Shuttle, was von dem Hikerhelfen, also von dem Haus, vom Trail Angel in die Stadt wieder fährt, jede Stunde hin und zurück. In so einem Pickup-Truck, wo sich dann alle Hiker hinten reinsetzen. Also das ist Wahnsinn hier, die Trail-Culture. Genau. Ja, ansonsten alles klasse, ne? Wir laufen weiter fleißig die Meilen, wenn wir nicht gerade bei hier Zeros nehmen. Ja, genau, wir sind bei Meile, wo sind wir jetzt? 478, glaube ich. 478, genau. Aber fast bei der 500. Wir nähern uns der 500, genau. Ja, es ist schön kühl geworden. Deswegen sitzen wir noch mit Downjacken. Genau, gut zum Wandern. 20 Grad vielleicht, also. Ja. Aber bald geht's in die Wüste, da wird es bestimmt... Gleich geht's in die Mojave-Wüste. Mojave, da wird bestimmt 40, 50 Grad. Da kann man dann, glaube ich, nur noch in der Nacht gehen. Tagsüber ist einfach zu heiß, da geht einfach nicht. Da kann man nicht laufen, das ist... Kein Schatten, kein Nichts, kein Wasser, das ist genau. Aber dann kommen wir näher uns ja entlang auch den Sierras, also den hohen Bergen, wo es Schnee liegt. Da ist hier langsam geht hier die Diskussion los, was alle machen, ob man eine Eisaxt mitnimmt, ob man sich das überhaupt traut. Das erstmal ist überhaupt alle, die Hälfte Eisaxt sagt bestimmt. Und dann nimmt man Steigeisen oder reichen Microspikes? Also große Diskussion. Große Diskussion. Das ist gerade das heiße Thema bei allen Hikern. Jo, ne? Ja. Ja, dann
zeig nochmal hier so ein paar coole Steine, die es hier gibt. Ich zeig nochmal ein paar hier coole Steine. Hier den Foxy. Steine, und ich noch Foxy. Der Foxy ist auch klasse, Leute. Also hier seht ihr überall diese Steine. Hier seht ihr den Foxy, klasse. Dann hier nochmal hinten. Ich zeig euch noch die Ziege. Ich zeig die mal weiter. Hier hinten, also vor dem Baumchen auch. Und hier schaut euch diesen geilen Stein an. Ein richtiges Kunstwerk würde ich das nennen. Nicht schlecht, ne? Der wird gerade gefegt. Ja, ne, ich zeig euch nochmal, hier hinten sitzen überall die anderen Hiker. Unterhalten sich im Schatten, nehmen sie hier was, was man heute macht. Ja. Ich schätze, ob das was wird. Ja. Gut, ne, das war es auch schon hier mit unserem Vlog und einem kleinen Update. Unserem kleinen Update. Noch ein Schlusswort. Haben wir noch ein Schlusswort? Ja, Mensch. Wir können noch. Wollen wir noch Hiker-Trash erklären? Ja, erklär du noch mal, was Hiker-Trash ist. Also Hiker-Trash, wir sind hier, alle Hiker sind hier Hiker-Trash und bezeichnen sich selbst stolz als Hiker-Trash. Also direkt übersetzt Wanderermüll. Wandermüll. Wanderermüll, Wandermüll, genau. Und das ist, also es stimmt halt auch. Was damit gemeint ist, wir stinken immer, weil wir ja nicht duschen. Man, was macht man noch? Man macht so fragwürdige Sachen. So fragwürdige Sachen, die eigentlich nur so Penner machen. Genau. Wenn man es mal ganz ehrlich sagt. Ganz man, ehrlich könnte man auf Penner. Man, also zum Beispiel fängt damit an, dass wir hier im Grunde alle obdachlos und arbeitslos sind. Ja, auf dem Trail. Man schläft immer nur auf dem Boden, zum Beispiel auch gerne unter Brücken. Ja, unter Brücken ist klasse. Unter Brücken ist ein sehr guter, da muss man nicht sein Zelt nicht aufbauen, ne? Man kann sich einfach so hinlegen, das ist klasse. Dann, Na, im Restaurant, sagen wir mal, da steht ein Teller, jemand hat gegessen, hat was übrig gelassen. Da, so, was macht der klassische Hiker? Der Hiker ist immer hungrig und der nimmt sich das natürlich. Der nimmt sich das einfach. Oh, klar, ne, genau. Dann, man rottet sich immer gerne zusammen, weil, ne, also in den Städten, wenn man in die Städte kommt, man kennt sich natürlich als Hiker, ne, und sieht, oh, da ist auch ein Hiker, gehen wir zu ihm. Wie viele Hiker passen denn so in den Hotelraum? Na, so viele wie reingelassen werden, natürlich. Man kann ja mit sich mit der Isomatte auf den Boden legen und dann, das ist, genau. Was noch? Man sitzt immer auf dem Boden rum, also auch in der Stadt, auf irgendwelchen Bürgersteigen oder sowas. Stinkt, ist den Leuten im Weg und genau. Und das ist eben eigentlich, ist natürlich eine Beleidigung von den anderen Leuten gemeint, die eben nicht hiken. Da ist schon wieder dieser Hiker-Trash, aber hier ist das inzwischen stolz als Selbstbezeichnung genau, angenommen worden. Es wird stolz, genau. Genau, Hiker-Trash. Genau. Ja, was? Genau. Sonst noch was Hiker-Trashiges? Na, das Privi-Bibi haben wir schon gesagt. Das Privi-Bibi gehört natürlich auch dazu, es ist sehr Hiker-Trashig. Genau. Und ich meine, wenn man im Hotelraum ist, dann werden halt die ganzen stinkenden Socken auf der Heizung gemacht. Ja. Oder schon mal im Waschbecken vorgewaschen, weil die so dreckig sind, dass sie in der Waschmaschine überhaupt nicht sauber werden können. Ja. Genau. Ja, also das ist jetzt. Das ist das Hiker-Leben, Jungs. Das ist das Hiker-Leben. Hiker-Life, Hiker-Trash, genau. Jo, nee, dann machen wir mal Schluss, würde ich sagen. Wir verlassen euch hier mit dem zünftigen. Machen wir die Hand weg. Oh, Jolle Allah.